Ja, hallo, ich war gestern in der Stadt ein bisschen am Urban Sketchen und ich wollte ein schönes Video für euch machen mit drei Beispielen und drei Stilen von A bis Z, der ganze Verlauf und so. Leider ging das alles in die Hose und ich möchte euch das Video trotzdem nicht vorenthalten, weil es heißt ja, aus Fehlern lernt man ja am besten. Und ich finde persönlich gibt es ja keine Fehler jetzt in diesem Bereich, sondern es gibt einfach neue Erkenntnisse und wir machen ja nicht extra Fehler, weil es gibt ja nicht richtig oder falsch. Sondern es passieren Missgeschicke. Ich werde auf diese drei Beispiele am Schluss des Videos darauf eingehen. Ja, und schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wenn euch diese Art von Videos gefallen, weil ich finde, Videos mit Missgeschicken, mit Fehlern, sind genauso wertvoll, wenn nicht gar wertvoller, jetzt fürs Lernen, für Vorwärtskommen. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Zeit beim Video und wir gehen jetzt zurück zu gestern. Ja, wir haben heute wunderbares Wetter. Es ist ein ganz tolles Wochenende. Ich musste kurz in die Stadt etwas einkaufen und habe die Gelegenheit genutzt, um mein total vernachlässigtes und fast nicht mehr existierendes Urban Sketching wieder aufzunehmen. Und ich wollte da ein paar Sachen ausprobieren. Mir geht es heute um die Wiederholung vor allem. Und ich habe dieses Motiv, die Kapellbrücke, zweimal gezeichnet. Das erste Mal habe ich versucht, das Ganze ein bisschen akkurat zu halten. Beim zweiten Mal ein bisschen freier im Strich und auch mit Wasserfarbe da reinzugehen. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und ich werde diese Zeichnung dann nachzeichnen mit Tusche. Der Witz daran ist, oder die Übung daran ist, dass man dir das gleiche Motiv mehrmals zeichnet in verschiedenen Ausführungen und vielleicht verschiedenen Stilen. Und sich so auch dem eigenen Stil versucht anzunähern oder das Ganze auszuprobieren. Du musst dann nicht über das Objekt, über das Motiv nachdenken, sondern du hast es vor dir und du kannst dich effektiv auf die Materialien konzentrieren, auf wie du mit ihnen interagierst, wie du da mit dem klarkommst. Du hast dann einen sehr guten Vergleich, auch was deinen Stil betrifft oder deine Arbeitsweise, deinen Flow, wo es dir besser von der Hand geht, wo es dir mehr Freude macht, wo es vielleicht eher blockiert. Das ist das eine. Und das andere ist, du siehst dann effektiv, wie du das gleiche Objekt in eine ganz andere Stimmung, in eine ganz andere Anmutung übertragen kannst, allein durch den Wechsel vom Stift, sei es Bleistift zum Kohlestift. Ich habe jetzt diese Übung, also Übung, diese Zeichnung in zwei Varianten erstellt in der Stadt. Bei der ersten habe ich dann effektiv nur Kohlestift benutzt. Und bei den zweiten habe ich dann die Zeichnung grob vorskizziert und dann bin ich mit diesem Wasserliner, Wasserstift hier rein. Und zwar habe ich mit Artgraph, das ist so Graphit, so ein Graphitdöschen, das sieht dann so aus, effektiv ist es Graphit. Das kannst du dann mit Wasser aufweichen und mit dem reinmalen. Es ist durch das, dass es Graphit ist, leuchtet es ein bisschen. Und es ist natürlich nicht die Qualität einer Aquarellfarbe. Es zieht nicht so schön durch. Es ist nicht so, ich sag mal, nicht so raffiniert wie Aquarellfarbe. Aber für eine schnelle, ich sag mal, dreckige Zeichnung genügt es vollkommen, um hier Akzente zu setzen, Tonwerte. Man kann nicht wirklich schwarz malen mit dem, weil es ist Graphit. Also da müsstest du effektiv dann mit Kohle, mit einem Kohlestift habe ich gezeichnet, mit Kohle dann die dunklen Bereiche dann akzentuieren. Ich habe natürlich mit ganz klassischer Zeichenkohle gezeichnet. Sieht man das genauso. Und auch Vorskizze oder die groben Schatten. Also dann kannst du effektiv dann mit Kohle die schwarzen Akzente setzen und so einen schönen Kontrast hinbekommen. Ich werde jetzt diese Zeichnung nehmen, ich glaube die zweite. Und werde sie hier zu Hause in Tusche umsetzen. Ich möchte das ein bisschen neu interpretieren, ein bisschen nicht ausfransen, sondern relativ lockerer umsetzen. Und weil ich bin da überhaupt noch nicht zufrieden. Wie gesagt, ja, Urban Sketching wieder angefangen. Es braucht viel Übung und Architektur allgemein ist nicht so mein Ding. Also ich zeichne es nicht unbedingt gerne, es ist mehr so eine meditative Angelegenheit, du musst da genau hinschauen, Abstände etc., hell, dunkel, Kontraste, die Werte, Farbwerte. Und persönlich zeichne ich lieber Menschen. Wie gesagt, man sollte auch Sachen zeichnen, die vielleicht einem nicht so liegen, um da ein bisschen auszubrechen. So, das ist
Also die erste Skizze hier, die ich gemacht habe. Wichtig ist, dass ich dann das Ganze im Blick behalten habe, den Ausschnitt. Also ich fange da nicht irgendwie links an und arbeite mich dann von links nach rechts, von oben nach unten, sondern ich schaue, dass die Zeichnung effektiv überall etwa gleich aufgebaut ist, dass ich schon mal die, ja, die Grundstruktur habe, wo was ungefähr hinkommt und ich nicht am Schluss des Bildes überrascht bin, weil irgendwas nicht Platz hat auf dem Papier. Okay, Grundeindruck der Zeichnung ist für mich, es ist ein bisschen zu viel. Es ist zu viel, es ist vor allem hier zu chaotisch und der Eindruck ist für mich auch jetzt, wenn ich das später anschaue, also am Tag darauf oder auf Fotografien, es wirkt ein bisschen morbid und verlottert aus, also sehr trashy das Ganze. Und ich sehe hier, ein paar Sachen gefallen mir, vielleicht mit der Schattierung, aber wie gesagt, ich habe hier wenig Akzente gesetzt, also ich habe das ganze Haus hier zu allgemein gehalten. Die Kontraste sind viel zu schwach. Es ist alles so ein Brei. Ist auch ein bisschen der Vorlage geschuldet, weil das Ganze, die Sonne kam von dieser Seite und diese ganze Seite lag effektiv im Schatten. Das ist das eine. Und das andere ist, das ganze Holz hier, die ganze Brücke ist aus Holz und das ist sehr dunkles Holz. Hier schon fast schwarz. Die Brücke brannte einmal ab. Nicht ganz, aber ein Teil davon. Auf jeden Fall, hier ist ein zu üppiges Chaos und wie gesagt, die Kontraste stimmen nicht. Die Proportionen sind mehr oder weniger okay. Ich wollte die Brücke ein bisschen ausfallender zeichnen, ein bisschen nicht so korrekt, sondern so fantasievoller, vielleicht ein bisschen schräger oder ja, einfach ein bisschen so lebendiger, organischer vielleicht. Ist mir auch da nicht gelungen. Okay, es ist noch die erste Zeichnung. Darum habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal zur zweiten. Und das ist diese da. Und wir sehen hier schon, die Kontraste sind schon ein bisschen besser. Der Akzent ist hier ganz deutlich beim Haus, hier bei den Schatten, beim Dach. Das Dunkle hier, der Eingang und der Gang hier ist wirklich tief im Schatten. Das ist okay. Ein bisschen wenig Zeichnung. Auch hier wollte ich das Haus ein bisschen fantasievoller gestalten, ein bisschen ausbrechen aus dieser starren Architektur. Ist vielleicht auch nicht so gut gelungen. Was ich gut finde, sind so die kleinen Aspekte hier auf dem Dach. Das waren ja alles so Holzziegelsteine, also so auf jeden Fall diese Dachbedeckung sah so aus. Zum Teil war sie auch eckig, also wirklich so leicht dreieckig. Und die habe ich da ein bisschen betont und das finde ich nicht so schlecht. Der Eingang ist mir noch gut gelungen, auch mit den Akzenten. Der Rest hier ist ein bisschen so. Man merkt nicht unbedingt, dass die Brücke jetzt hier im Wasser steht. Ich habe das jetzt irgendwie weggelassen. Aber auch hier habe ich die Kontraste nicht richtig getroffen. Diese Seite war effektiv am dunkelsten. Die ganze Anmutung finde ich hier ab hier ein bisschen langweilig, ja ziemlich langweilig sogar. Beides habe ich mit Kohle vorgezeichnet, mit Zeichenkohle, damit ich da locker und mich nicht im Detail verliere. An diesem Tag war es sehr sonnig, es gab viele Touristen. Ich habe ein Plätzchen gesucht, das eher weiter oben war, der Brücke, und hatte da meine Ruhe. Die Sonne schien, volle Bandbreite, also es wurde dann ziemlich heiß. Ist vielleicht auch so ein Aspekt. Ja, wie gesagt, ich ging mit dieser Zeichnung, mit diesen beiden Zeichnungen nach Hause und nahm diese Zeichnung als Vorlage, um sie zu Hause dann abzuzeichnen. Ja, herausgekommen ist dieses Bild und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich weiß nicht wieso, aber die Architektur hier ist völlig, die ist völlig falsch und völlig komisch. Gefällt mir gar nicht. Hat vielleicht nichts mit der Vorlage zu tun. Ich habe ein bisschen versucht, auch aus dem Gedächtnis zu zeichnen, ob das eine gute Sache ist. Auf jeden Fall, ich habe da mit grüner Tusche vorgezeichnet. Ist nicht so wasserfest, absichtlich, damit ich das ein bisschen mit Wasser auflösen konnte. Und dann habe ich mit rotem Krapplack dann den Schattenkontrast gesetzt, finde ich noch gut, diese Komplementärkontraste, rot-grün. Und die Brücke war auch ein bisschen so dunkelbraun, leicht rötlich vielleicht wegen dem Licht, aber hat jetzt nichts zur Sache. Ich fand einfach das Farbenspiel noch passend. Hier wollte ich effektiv das Haus träumerischer machen, ein bisschen freier und verspielter, ist mir überhaupt nicht gelungen, keine Ahnung. Vielleicht war noch die Familie da, war ein bisschen Trubel im Haus, ich war ein bisschen gestresst. Und das kommt noch dazu, also man muss sich da wirklich fokussieren, sich Zeit und Ruhe lassen. Ein Aspekt, den man beachten könnte.
Das ist sehr stark, das ist sehr stark. Das, wo es wirklich dunkel sein sollte, ist sehr schwach. Also ich weiß nicht wieso, aber das ist diese Zeichnung ist mir da total misslungen. Und ab hier sieht es aus wie ich keine Ahnung was, wie einfach schlimm, uninspiriert, langweilig. Vielleicht hätte ich da mehr beim Gang machen können, vielleicht mehr Struktur, mehr Dichte. Auf jeden Fall wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, das Wasser ein bisschen mehr Beton, viel mehr Kontraste. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich die ganze Brücke effektiv ins Dunkel getaucht hätte. Also wirklich dunkel, dunkel. Hätte mich noch mehr Zeit gekostet. Es könnte sein, dass ich gesagt habe, ja, ich will nicht mehr als eine halbe Stunde daran aufwenden. Das ist auch so etwas, ein Zeitfaktor. Wenn es mal länger geht, wenn du denkst, oh, ein bisschen mehr könnte es schon vertragen, dann solltest du die Zeit haben, dass auch umzusetzen oder dir die Zeit nehmen oder mal das einplanen. Ich habe wahrscheinlich zu früh aufgehört, ja, sehr wahrscheinlich sogar. Das Einzige, was mir gefällt, ist das Rot-Grün-Spiel. Ansonsten ist es für die Katz. Und das sind so die Learnings, meine privaten, meine persönlichen aus diesem Zeug. Mehr Zeit nehmen, auf die Kontraste achten und effektiv aus der Architektur ausbrechen, diese freie gestalten, die Häuser quer, schräg zeichnen. Okay, wie siehst du das mit den Fehlern? Passt dir so ein Video? Falls ja, schreib es mir gerne in die Kommentare. Schreib mir deine Gedanken dazu, was du für Erfahrungen hast im Urban Sketching. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen, wünsche dir ganz viel Freude und Spaß beim Ausprobieren, beim Urban Sketching und wir sehen uns sicher beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!